Hallo und herzlich willkommen zum großen What the Nerd Konzerte und Festivals Podcast. Das ist ja eine Seltenheit, dass wir uns hier zusammenfinden und mal nicht über Videospiele oder Filme reden, sondern einerseits über Musik und andererseits über etwas real Stattfindendes, nicht Digitales, eine echte Lebeninteraktion mit anderen schwitzenden Menschen. Ich begrüße Paul. Hi, totgeglaubte Leben länger. Genauso wie Kevin. Moin moin, hallo. Ich habe keinen Fancy-Spruch. Nee. Ich fand's eher bezeichnend, es ist eher eine Seltenheit geworden, dass wir uns grundsätzlich zusammenfinden. Das hättest du eigentlich eher erwähnen sollen, als dass wir über irgendwas reden, was im real existierenden Leben stattfindet. Also dieser Podcast ist doppelt und dreifach eine Rarität, also solltet ihr das wirklich zu schätzen wissen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Real Life. Darf es noch etwas mehr sein? Okay, der war gut. Das hat deine Begrüßung wieder ausgeglichen. Ah, schön. Fancy-Faktor. Okay, ja, cool. Ich muss direkt zu Anfang sagen, ich habe in meinem Leben extrem wenig Konzerte besucht. Was heißt eins? Das heißt, ich bin wahrscheinlich heute recht schnell abgehandelt, aber ich weiß, dass das bei euch anders aussieht. Paul, du bist ja ein richtiger Konzertgänger, oder? Geht so. Ich bin bei weniger Konzerten gewesen, als ich gerne gewesen wäre, aber doch bei einer ganzen Menge. Von daher werde ich ein wenig, muss ich gezwungenermaßen so mich auf meine Lieblingskonzerte wahrscheinlich dann spezialisieren. Ich meine, ich könnte in der Theorie ja sogar noch darüber reden, wie es ist, Konzerte zu spielen, weil ich da so 5, 6 irgendwie gespielt habe. Ja, aber Paul, darum geht es heute wirklich nicht. Schade. Das ist nochmal ein eigener Podcast. Das ist ja, genau, da setze ich mich dann eine Viertelstunde hin und rede ein bisschen. Das finde ich gut. Ja, aber ab wann gilt man denn als wirklich guter Festivalgänger? Also gut jetzt in Form von, dass man auch viel gesehen hat. Weil ich hätte mich jetzt auch als, jetzt wo ich das noch alles Revue passieren habe lassen, merke ich eigentlich, bin sehr spät mit Konzerten angefangen und habe eigentlich noch gar nicht so viel gesehen, wie ich immer von mir behaupte. Ich komme jetzt, wenn ich zähle, auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Konzerte innerhalb von 6 Jahren. Das ist nicht viel, wenn du es mal so siehst. Na, ist mehr als eins im Jahr. Immer. Ja, kann man ja sagen, gut. Ja. Gut. Und so günstig ist es ja nur auch nicht. Man kann ja auch nicht jede Woche auf ein Konzert gehen. Das kostet einen doch schon manchmal bis an die 60 Euro. Es kommt dann halt drauf an, auf was für ein Konzert du gehst. Wenn du in deine lokale Punk-Klitsche gehst und dir da irgendeine Band aus der vierten Reihe anguckst, ist es meistens sogar noch kostenlos so. Aber im Großen und Ganzen stimmt das schon. Es gibt ja wirklich die Leute, die pro Monat auf 2 Konzerten sind oder so. Die trinken dann aber auch kein Wasser, sondern aus Pfützen, was auch Wasser ist. Das wäre jetzt gerade dumm. Aber ich finde, es gibt da so ein ganz starkes Gefälle von wegen guter Konzertgänger oder nicht. Ich habe zum Beispiel auch Freunde, die eine ganze Zeit lang im Prinzip jedes Wochenende bei irgendeinem Konzert in der Umgebung waren quasi. Sei es jetzt irgendwas ganz Kleines oder vielleicht auch ab und an mal was Größeres. Und ich kenne aber auch genug Menschen, die vielleicht in ihrem Leben auf 2 Konzerten waren. So. Das ist ja peinlich. Ja, es ist auch immer, finde ich, die Frage so, wo wohnst du denn und wo wird gespielt? Also ich komme ja eigentlich... Und was hörst du für Musik? Richtig, genau. Also wenn du jetzt sagst, du warst in deiner örtlichen Umgebung oftmals unterwegs, das habe ich in meiner Jugend und das mache ich auch heute eigentlich nicht gemacht, weil ich mit so lokalem Gedöns nichts anfangen konnte. Und dann eben halt auch noch so weit von, also auch zwischen Großstädten gewohnt habe, die aber dann oftmals von den Künstlern, die ich mochte, gar nicht so sehr bespielt wurden. Also so, bin ja zwischen Osnabrück und Bielefeld aufgewachsen und da war es nicht zwangsläufig so, dass die Künstler dann auch in Osnabrück oder Bielefeld gespielt haben. Da musst du dann auch nochmal immer Glück haben und jetzt merke ich aus Hannover aus, dass es auch noch genug Künstler gibt, die nicht nach Hannover kommen, wo du dann entweder nach Hamburg oder nach Berlin für gurken musst, was es eben auch nochmal schwierig macht, das dann aktiv mitzunehmen, wie ich finde. Das ist ja hier in Weimar total anders. Und ich war letztens vor einer Woche oder zwei mal wieder in Halver, also meine Heimatstadt im Sauerland, und da war Halveraner Herbst, heißt das, und da hatten sie sich tatsächlich dann doch ein Konzert-Act geleistet, und zwar ein Schlager-Playback-Sänger, der halt auf einer ganz kleinen Bühne stand und andere Lieder gecovert hat.
Und ich kam nur gerade so dran vorbeigelaufen und er hatte gerade Donner, Donner, Donner Blue gesungen. Und nachher hat dann auch keiner geklatscht, das war ganz unangenehm. Und dann sagte er, ja, dieses Lied, das ist auch mal was zum Nachdenken, das ist mal was fürs Herz. Das singe ich für meine kleine Tochter, die hier vorne sitzt. Und die war dann sicherlich... Mann, da will man es einmal... Es ist schön, anders. Dass wir für genau das gerade eine Pause hatten. War das jetzt nötig? Ich finde, dieses Geräusch legen wir jetzt so ganz leise hinter den ganzen Podcast. Wie jemand sich einfach eine Dreiviertelstunde lang Tee einschüttet. Genau, damit man Leute fragt sich, mit schwacher was ist Blase große Probleme bekommen, diesen Podcast normal zu hören. Da wollte man einmal richtig schöne Atmo mit reinbringen, dass man auch denkt, hey, wir sitzen eigentlich alle um den Kamin. So klingt es ja genau. In einem kleinen Zen-Garten mit Mini-Wasserfall. Die Pointe war auf jeden Fall, dass deine Tochter schon 30 war und im Publikum saß, ihr war es total unangenehm, alle haben sie angeguckt und dann ist sie gegangen. Naja, das war meine Halveraner-Konzert-Erfahrung aus der letzten Zeit. Und meine Schwester, kann ich jetzt auch erzählen, die geht an ihrem Geburtstag, das ist wiederum in einer Woche oder so, geht sie auf ein David Guetta-Konzert in Köln. So, und dann habe ich sie gefragt, wieso geht man denn auf ein David Guetta-Konzert? Denn eigentlich, also der singt ja nicht, der spielt ja jetzt auch kein Instrument, der steht ja wahrscheinlich nur an so einem Mischpult und drückt einen Knopf am Anfang und macht es vielleicht mal lauter oder leiser oder scratcht vielleicht. Ich glaube, der scratcht nicht mal, das ist ja nicht mal diese Art von DJ. Er hält sich Kopfhörer an die Ohren und nickt, genau. Mit der Faust in die Luft. Und dann habe ich sie gefragt, wieso gehst du da auf ein Konzert? Und dann hat sie gesagt, weil sie das dann zumindest nicht enttäuschen kann, weil David Guetta ja immer nur denselben Track abspielt, quasi. So, würde sie jetzt irgendwie Lady Gaga Konzert besuchen und würde dann herausfinden, die kann in Wirklichkeit gar nicht so gut singen, das wäre ja hart. Da musst du dir bei einem Lady Gaga Konzert auch keine Sorgen machen. Was ist das denn für eine Intention, auf ein Konzert zu gehen? Also, ich finde es okay, auf ein David Guetta Konzert zu gehen, weil er ist ja letzten Endes DJ und es gehen auch Leute in den Club und hören sich das an, so, und die machen ja auch nicht viel mehr, als Sachen zusammen zu spielen. Bei ihm ist es vielleicht noch geplant, also ich finde es okay. Ich müsste jetzt auch nicht hingehen, aber die Intention zu sagen, ja, dann kann ich nicht enttäuscht werden, ist aber auch eine falsche für ein Konzert, oder? Wahrscheinlich hat sie das nur gesagt, weil ihr gerade auch nichts anderes eingefallen war. So. Aber ich muss sagen, ich kann es nach wie vor nicht nachvollziehen, weil eine Disco, wo jetzt ein DJ auflegt, oder ein Konzert, sind ja schon zwei unterschiedliche Dinge. In der Disco hat man ja viel mehr Platz und da tanzt man dann auch richtig und hüpft nicht nur so mit, wie jetzt auch bei einem Konzert. Oder sehe ich das falsch? Und du bezahlst für gewöhnlich keine fast 60 Euro. Ja, also es kommt drauf an, aber ich wollte mich jetzt auch in diesem Thema dann nicht verfangen. Also so von der Machart ist es halt ähnlich das gleiche. Okay, in einem Club kann noch mal ein bisschen was anderes gespielt werden, aber so einmal nur zu sagen, hey, der drückt nur ein paar Knöpfe, musst du dann halt auch so sehen. Okay, gut, er überzeugt mich so ein bisschen. Ich geb's zu. Also, ich würde eigentlich gerne zu dem Punkt kommen, was war denn, könnt ihr euch... Gut, bei Miko ist es, bei dir ist es nur eins, an euer erstes Konzert erinnern oder könnt ihr sagen, welches es war? Oh. Oh, das wird schwierig. Also ich weiß es tatsächlich noch ganz sicher. Wir haben nämlich eine Dorfband in Halver, die heißt Kane, wie die Sternschnuppe, und die hat genau einen Hit und der heißt Rotkäppchen ging in den Wald und machte dort den Werwolf kalt. Waren übrigens auch unsere Nachbarn. Also habe ich sehr, sehr oft gehört. Und war schon eine lokale Berühmtheit, hatten kleine selbstgedruckte CD-Hüllen und natürlich auch so einen lokalen Fanclub von 10 Leuten oder so, die dann immer mit so Bannern da standen und gehüpft haben. Ich fand es einfach nur nervig irgendwann. Aber ja, so für diesen Lokalpatriotismus war das schon ein ganz schönes Gefühl, die ersten 2-3 Jahre. Ja, aber das seht ihr jetzt als Konzert, weil ich habe... Ja, ich habe ja sonst nur ein anderes... Ja, schon, aber ich bin jetzt so von dem, was ich aufgeschrieben habe, so von größeren Künstlern, die halt auch bundesweit dann irgendwie spielen oder vielleicht auch international. Ja, dann erzähl du mir mal von deinem, Kevin. Ich hoffe, das ist überzeugender. Nee, es ist nicht überzeugend, es ist auch nicht besser. Ich finde halt einfach nur, ich kann mich auch nicht mehr an die ganzen Konzerte so dann in der Stadt und auf dem Weihnachtsmarkt, so, das ist für mich alles eine Erfahrung mittlerweile so. Du bist auf den Weihnachtsmarkt gegangen und dann haben da irgendwelche Schüler gespielt. Nee, also wenn ich an Konzerte denke, sind das eben so Künstler, die ich auch gerne höre, wo ich auch aktiv hingehen will und nicht einfach nur so, ja, das ist jetzt halt hier, sondern hey, das interessiert mich. Okay, da gibt's bestimmt auch nochmal andere Unterscheidungen. Manche Leute gehen einfach zu einem Konzert, weil sie Musik grundsätzlich toll finden und einfach mal gucken wollen. Ich gehe eigentlich nur zu Konzerten von Leuten, wo ich weiß, ey, die Musik gefällt mir und die will ich mir mal live anhören. Mein erstes Konzert, wenn ich das wirklich so sagen will, ist es 2009 gewesen mit Roger Cicero, weil ich das damals mit meinem Vater sehr gern gehört habe. Ich weiß, das kann man heute ankreiden,
Aber dann waren wir in Bielefeld und haben uns das angehört und das war auch nicht schlecht. Also man kann von der Musik halt halten, was man will, aber das ist so, glaube ich, mein erstes Konzerterlebnis, wenn ich mich jetzt wirklich zurückerinnern kann, weil der ganze Rest ist eben so Lokalgedöns, der mich einfach wirklich nicht interessiert hat. Das ist ja lustig, weil mein Vater ist auch riesen Roger Cicero-Fan. Wir hatten damals eine CD im Auto. Ich kenne auch nur ein einziges Album von ihm und das war das dann wahrscheinlich auch. Und das haben wir halt rauf und runter gehört, weil es halt im Auto drin lag. Das scheint so ein Eltern-Kinder-Ding zu sein. Ja, das kann vielleicht sogar sein. Deswegen, darüber bin ich dann auch dazu gekommen. Ich habe seitdem auch nie wieder was von dem gesehen, bisschen was gehört. Aber das wäre jetzt so meine erste Konzerterfahrung. Jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich eher sagen muss, was war die schlimmste so jetzt aus der Sicht, auch was ich musikalisch heute nicht mehr abkann, ist, sagt euch noch die Band Ich und Ich was? Die Band mit Adel Tawil. Dann bin ich damals mit meiner ersten Freundin hingegangen. Und ich kann mich auch echt nicht mehr gut an das Konzert erinnern. Also überhaupt nicht an die Musik. Und deswegen wäre das jetzt, glaube ich, so der Tiefpunkt von dem, was ich bisher so mitgemacht habe, musikalisch auf einem Live-Konzert, muss ich jetzt einfach sagen. Okay, und Paul, dein erstes und dann nochmal dein schlechtestes Konzert? Oh, schlechtestes wird... Ja, wobei erstes und schlechtestes haben eine gewisse Verbindung, denn beide waren bei der Kieler Woche. Das heißt, wenn jetzt sagt, Konzert ist nur, wenn du Eintritt bezahlt hast, dann würden die beide nicht zählen. Aber sonst wäre es bei der Kieler Woche, großes Volksfest hier im Norden, in Kiel. Ich glaube, das drittgrößte Volksfest Europas oder so. Machst du gerade heimlich Werbung? Nee, ich war seit Jahren nicht mehr auf der Kieler Woche und ich mag diese Veranstaltung auch nicht mehr. Aber früher ist man da immer hingegangen und da haben irgendwann, als ich in der Grundschule war, Torfrock gespielt, wenn die euch was sagen. Beinhart wie ein Rocker. Genau. Ach. Die ganze Sache. Und die habe ich live gesehen. Dann, das war mein erstes Konzert. Ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht so 8 Jahre alt oder so. Vorhaben irgendwo am Straßenrand quasi, hat eine Band gespielt, Schall und Rauch, eine Kieler Hip-Hop-Kombo. Die ist aber Schall auch und Rauch kenne ich auch, die kenne ich aber auch. Ja. Es gibt wahrscheinlich 8 Bands allein hier in der Umgebung, die Schall und Rauch heißen. Ich bezweifle, dass wir die beide kennen, okay, was das Gleiche ist. Nee, genau, und wenn du dann zum Schlechtesten gehst, das war nämlich auch bei der Kieler Woche. Die Kieler Woche geht traditionell immer von Samstag bis Samstag, aber es fängt im Prinzip schon am Freitag an. Da ist Soundcheck quasi. Und da habe ich die H-Blocks gesehen. Und die H-Blocks waren unfassbar schlecht. Da gab es die legendäre Geschichte, vor Konzerten läuft ja auch immer noch Musik, die dann über die Lautsprecheranlage gebrüllt wird. Und da lief dann Last Resort von Papa Roach. Okay, ja. Also Cut My Life into Pieces. So. Und da sind die Leute mehr abgegangen als später beim Konzert. Und das sagt einiges darüber. Also der Sound war scheiße, die H-Blocks waren nicht besonders gut drauf und zu der Zeit mochte ich die H-Blocks eigentlich ganz gerne. Ich war auch mit einem Freund da, aber danach mochte ich die H-Blocks dann auch irgendwie nicht mehr. Das hat mir das Ganze so ein bisschen versaut, leider. Und Mirko, bei dir, wenn wir jetzt von diesem ersten ausgehen, oder diesem einen, von dem du gesprochen hast, was war das, wann und wie war es? Kann man ja drüber sprechen. Du meinst, dass mein Lokal... Nee, nicht das Lokalding. Also du bist ja auch ankommen. Ja. Also du meinst das eine, Konzert, das ich hatte. Ja, das ist ja bis jetzt auch wirklich das Einzige geblieben. Ja. Und zwar, ich war 2014, also letztes Jahr, auf dem Southside Festival in Baden-Württemberg. Mhm. Was ja die Parallelveranstaltung ist zum Hurricane Festival, genau. Es hat eigentlich immer dasselbe Line-Up. Irgendwie schaffen sie es wohl, obwohl ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, wie die ganzen Künstler hin und her zu fliegen, sodass sie auf beiden Festivals halt zeitlich verschoben spielen können. Und eigentlich, also ich hasse auch Zelten, ich hasse auch Camping, ich hasse es, mich mehr als einen Tag nicht duschen zu können. Eigentlich war das Projekt schon vorher zum Scheitern verurteilt, mich 4 Tage in so ein Zelt zu stecken. Im Endeffekt fand ich es dann doch nicht so schlimm, weil dann auch doch viele Bands da waren, die mir gut gefallen haben. Und ich habe das eigentlich nur gemacht, so ein bisschen aus Mitläufertum. Kann im Nachhinein aber doch sagen, dass es sich für mich gelohnt hat, weil ich eigentlich erst ab dann nachvollziehen konnte, wieso überhaupt auf ein Konzert gehen, wieso nicht einfach Spotify hören. Jetzt kann ich schon dieses spezielle Gefühl, diese Massenhysterie, die 1000 Leute, die um dich herum stehen und mitwippen, jetzt
kann ich das schon so ein bisschen nachvollziehen. Deshalb würde ich sagen, schön, dass ich da war. Ist bisher aber das einzige musikalische Event meines Lebens. Du hast geblieben. Arcade Fire gesehen da, oder? Genau, Arcade Fire habe ich gesehen. Das war ja so auch der größte Name da. Und das war auch ein wirklich cooles Konzert mit viel Tricktechnik auf der Bühne und drehenden Videowürfeln. Und auch wenn ich finde, dass sich die Band vielleicht nicht unbedingt mit jedem Lied wirklich zum Konzertspielen eignet, weil doch sehr viel Ruhiges dabei ist, auch ohne Gesang. Aber doch, eigentlich, es war echt cool. Und Seed finde ich sowieso, ist irgendwie so eine Band. Ich kenne niemanden, der Seed nicht mag. Irgendwie ja. Alle. Also auf Seed können sich irgendwie doch noch alle verständigen. Und das ist schon, es hat schon so ein Zugehörigkeitsgefühl, zusammen Musik zu hören und zusammen die Musik zu mögen und so ein bisschen darauf abzugehen. Okay. Ja. Ich hab auch schon mal Seed live gesehen und das war, glaube ich, mit so die coolste Erfahrung für mich, was so Konzerte angehen kann, in Form von, das war 2013 auf dem NDR Plaza Festival. Das ist hier vom Norddeutschen Rundfunk. Das wird immer auf der Expo Plaza, auf der ehemaligen Expo Plaza in Hannover gemacht. Und da war 2013 dann auch Seed. Davor halt auch viel Unsinn. Aber Seed war wirklich klasse, weil echt unfassbar viele Besucher da waren. Alt und jung und alle haben auf Seed gewartet. Die Location war cool und es haben auch so unfassbar viele mitgesungen. Ich bin eher auf kleineren Konzerten oder von Künstlern, die man kennt, aber die jetzt keinen riesen Zulauf haben, so wie Seed. Deswegen das auch mal echt sehr, sehr schön war, dann in so einer riesigen Menge zu stehen, wo alle irgendwie mitsingen. Also das macht für mich eben auch so ein Konzert aus, dass ich zu Künstlern gehe und die Texte meistens einigermaßen beherrsche, weil das hat für mich auch nochmal immer eine ganz besondere Erfahrung, weil dann nochmal anders in dieses Konzert einsteigst, als ich stehe nur am Rand oder in der Mitte und höre dann ein bisschen zu und kenne es vielleicht auch noch. Was war denn so? also erstmal, ich bin dann der Einzige in der Runde, der Seed noch nie gesehen hat, aber wer weiß, vielleicht ergibt sich das ja nochmal. Ich weiß irgendwie, Seed gelten ja auch so mit zum Beispiel in Beatsteaks als bester deutscher Live-Act, den du dir so angucken kannst. Ich höre immer, Deichkind soll ja so phänomenal sein, wenn man... Ja, aber ich finde Deichkind scheiße. Ja, aber ich meine jetzt so rein von der Show, von der Live-Show soll das immer sehr, sehr beeindruckend sein. Kann gut sein. Ja. Was war denn so der größte Künstler, den ihr gesehen habt? Also der berühmteste, größte, bekannteste weltweit? Okay, du hast gerade schon Arcade Fire und Macklemore genannt. Ich glaube, bei mir war es das dann auch mit der Berühmtheit. Ich gehe hier gerade nur mal das Line-Up. Ich sehe das hier auf der Wikipedia-Seite. Fettes Brot war da, aber das ist natürlich eher so eine nationale Geschichte. The Cooks waren da. Franz Ferdinand, Ed Sheeran, der damals cool war, weil Icy Fire. Pixies von Where Is My Mind, die nur Where Is My Mind in verschiedenen Variationen gespielt haben und noch ein anderes Lied. Das muss denen, glaube ich, dermaßen auf die Nerven gehen. The Wombats, T.S. Ullmann. Aber ich glaube, da hören die bekannteren Namen auch schon auf. Ja, ich glaube, dann war es bei mir Arcade Fire und Macklemore. Auch sagen, du hast ein gutes Line-Up erwischt. Ja, das war echt richtig, richtig cool. Gute Bands bei. So, wenn ich jetzt zum Beispiel mir mal das Line-Up von diesem Jahr angucke, sehe ich da, das sind die drei Top-Acts. Placebo, die ich fürchterlich finde, Florence and the Machine, ist mir egal, und Farin Urlaub Racing Team. Also da bin ich mit Arcade Fire und Macklemore doch eigentlich ganz zufrieden. Ja. Kevin? Dann wäre es bei mir, glaube ich, echt Seed gewesen, weil ich mich vor allem im deutschsprachigen Hip-Hop-Jahr bewege. Achso, entsprechend ja, ist international wenig. Und wenn man dann davon ausgeht, war es, glaube ich, Samy Deluxe. Wenn du jetzt von nationalen. Das war eine sehr coole Erfahrung auf jeden Fall. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, bei mir ist es vor allem diese Liste, die ich jetzt gleich nochmal ganz kurz abgehen wollen würde bei mir, die ich ja einmal nur nenne, wäre es auch nur deutschsprachiger Hip-Hop eigentlich, wo ich hingehe. Paul, bei dir mit den Größen, ich will jetzt das noch gar nicht. Überschneidet sich mit Mirko Ed Sheeran. Das war 2012 Hamburg, Alsterdorfer Sporthalle. Und da hat Ed Sheeran gespielt, in der Alsterdorfer Sporthalle. Das ist eine recht große Location, muss man dazu sagen. Das ist nicht so klein und das war halt nach seinem ersten Album. Das heißt, er war bekannt, aber er hatte noch nicht diesen Superstar-Status, den er jetzt aktuell hat, so als einer der größten Musiker der Welt.
Und ich mochte sein erstes Album sehr, sehr gerne. Bin dann dahin und das war ein sehr interessantes Konzert, weil es halt doch eine größere Location ist so. Und der Typ aber vorne halt einfach mit einer Gitarre, zwei Mikros und einer Loopstation steht. Genau, das war nämlich bei uns auch so. Genau. Der war ganz alleine und hat dann das macht er bis heute noch so. Perkussiv so ein bisschen was auf seiner Gitarre rumgeklopft und ein bisschen Gitarre gespielt. Das hat gut funktioniert, ja. Ja, also das war auch ein echt gutes Konzert, bis auf die 80 Handys, die man permanent im Gesicht hatte, weil die meisten Leute bei solchen Konzerten dann ja lieber mitfilmen, als wirklich zu gucken. Was allerdings richtig spannend war bei dem Konzert, war die Vorband, beziehungsweise der Voreact. Und das war ein zu dem Zeitpunkt komplett unbekannter Mensch namens Passenger, der exakt zwei Wochen später oder so dann plötzlich einen riesengroßen Hit mit Let Her Go hatte. Ja. Genau. Und den habe ich halt wirklich dann zwei Wochen vor seinem Durchbruch sozusagen live gesehen. Und der war auch verdammt gut, muss man sagen. Ja, Vorbands finde ich sowieso immer total interessant. Mhm. Weil zum Beispiel vor gar nicht allzu langer Zeit war ein Bilderbuch, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, was eine extrem coole Band ist, war ein Bilderbuch nur eine Vorband und jetzt waren An Mai Kantereit die Vorband für Bilderbuch, die jetzt wiederum ja eigentlich durch dieses ist es KIZ lädt ja, genau, und hurra, die Welt geht unter. Genau, dadurch jetzt wieder bekannt sind. Es ist ja auch quasi so ein ewiger Kreislauf der Bands und der Vorbands und die Bands, die sich den Vorbands annehmen und die Vorbands irgendwann zu Bands machen. Ja, genau. Und so es sind immer halt kleine Geheimtipps quasi. Du wirst halt, oder es gibt so Bands, die einfach ein sehr gutes Auge für andere befreundete Bands quasi haben, die sie dann mit auf Tour nehmen können und die dadurch dann halt natürlich auch bekannter werden. Also es ist eine super Möglichkeit, um eine größere Zuschauerschaft anzuziehen, als Vorband irgendwie von irgendeiner mittelgroßen oder großen Band mitgenommen zu werden. Paul, wollen wir mal ganz kurz noch unsere Konzerte irgendwie so ein bisschen abarbeiten, dass wir das haben, weil ich würde auch gern mit euch noch über die Festivals sprechen und eigentlich, wie es ist, auf Konzerten zu sein, weil ich liebe Konzerte und ich hasse Konzerte gleichzeitig, aber da wollte ich gleich mit euch drauf zu sprechen kommen. Ja, können wir gerne machen. Nach diesem Roger Cicero und ich Ding, war ich dann in Osnabrück bei FA, ist ein deutscher Rapper, den man jetzt vielleicht unter dem Namen Fabian Römer kennt. Mhm. 2011, da hat er noch ein Album gemacht. Das ist doch der mit der so der schlaue Rapper in Anführungszeichen, der Rapper mit Abitur, der immer so über das Leben, ja, und dann irgendwie ja. Das ist aber auch länger her. Zumal ich durfte ihn jetzt interviewen, das war auch echt sehr sehr spannend. Das ist klasse, wenn man so einen Musikgeschmack hat und dann an die Leute rankommt. Erzähle ich aber gleich vielleicht nochmal. Wie gesagt, FA in Osnabrück, der hatte auch gar keine Vorband. Der macht zwar seit Jahren Musik, aber ist immer noch relativ unbekannt. Jetzt hatte er eine Vorband. Da aber noch nicht, in einer sehr kleinen Location. Hat mir aber sehr gut gefallen. Erstes Hip-Hop-Konzert, das ich dann mitgemacht habe. Ich habe 2012 und 2013 zweimal Prinz Pi gesehen, wo ich mir auch erst immer überlegt habe, Prinz Pi kennt man ja vielleicht, ist ja auch mehr so mit sozialkritischen Texten ein bisschen pessimistisch, war ich eigentlich nicht davon ausgegangen, dass das live wirklich gut funktioniert, bin aber dann eines anderen belehrt worden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Er hat ja zum Teil auch ein paar Sachen, die ganz gut tanzbar sind. Materia, letztes Jahr irgendwie mit seinem Album da Zum Glück in die Zukunft 2, was auch schon sehr, sehr riesig war, wo dann auch sehr viele Teenies mit dabei waren, was ich dann persönlich anstrengend fand, weil es in einer riesigen Halle ist und die Konzerte davor eigentlich, die ich mitgemacht habe, in so kleineren Locations, was ich immer angenehmer finde. Also wenn es total klein ist, ist es auch immer ein bisschen nervig, aber so zwischen einer großen Halle und so einem ganz kleinen, piefigen Keller sind das eigentlich immer die besten Locations. Dann habe ich dieses Jahr zweimal die Orsons mitgenommen, weil ich die auch interviewen durfte. Und die dann gefragt habe, ob ich auch nach Hamburg kommen kann. Und das war eigentlich mit das geilste Konzert, das ich jemals mitgemacht habe, weil die Jungs auf der Bühne total abgehen. Ich die Jungs aber auch total feier, viel mitsingen konnte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. So close seid ihr schon, dass du die Jungs sagst, ja? Ja, Mann, die Orsons, meine Güte. Und dann jetzt am Montag Fabian Römer, FA. Wirst du haben. Bitte? Oder war das letzten Montag? Nee, letzten oder Montag, das war jetzt diesen Montag, der jetzt gerade war, da war ich auf dem Fabian-Römer-Konzert und weil wir hier in Hannover ja jetzt seit Beginn meines Studiums 2012 so ein kleines Campusradio aufgebaut haben,
kriegen das auch eigentlich immer ganz gut hin, Künstler zu interviewen. Und deswegen habe ich es auch schon geschafft, zwei Künstler, die ich eben sehr mag, in diesem Fall die Orsons und Fabian Römer zu interviewen. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du die Leute da mal wirklich triffst. Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Aber ich würde für mich selber sagen, die Orsons, das beste Konzert. So. Okay. Schwung, Kiste, Kiste, Schwung. Hey, wie motiviert du bist. Paul, deine Liste. Ach ja, stimmt. Mir fällt gerade auf, dass ich sogar direkt vor meiner Nase so ziemlich oder sehr viele Konzertkarten von Konzerten, bei denen ich war, noch rumhängen habe. Ich gehe jetzt einfach mal aber aus dem Kopf so die Sachen durch, die mir jetzt einfallen und die für mich quasi relevant waren. Das waren zum einen die Band mit dem fantastischen Namen Itchy Poops Kid. Oh, dümmster Name der Welt, aber... Ach, stimmt. Ich erzähle ja voll einen Quatsch. Ich war ja auf zwei Konzerten. Ich war ja... Ja. Stimmt, die hast du auch gesehen. Und der nach die Haare grün gefärbt. Aber abgesehen davon war das ein verdammt gutes Konzert. Vor allen Dingen auch, weil ich da als Vorband wieder eine Band kennengelernt habe, die seitdem für viele Jahre, mittlerweile verfolge ich die nicht mehr ganz so sehr, aber wir waren für viele Jahre einer meiner absoluten Lieblingsband, und zwar Three Chord Society. Es ist eine Band, die im Prinzip auch eher lokal sind, die aber sehr, sehr schöne Musik machen, die ich dadurch kennengelernt habe. Die habe ich dann auch 2-3 Jahre später irgendwann nochmal live gesehen bei ihrer Record Release Show in Hamburg im Hafenklang, einem sehr kleinen Punk-Club, der unfassbar laut ist. Was war denn noch so? Ich habe The Subways irgendwann mal gesehen. Ich habe vor ein paar Jahren Blink-182 gesehen, kurz nachdem die sich wieder vereinigt hatten. Ich war damals riesengroßer Blink-182-Fan. Hab die live gesehen, war auch nicht schlecht. Ich habe vorletztes Jahr, müsste es gewesen sein, in Berlin die Tedeschi Trucks Band gesehen. Das ist eine Blues-Rock-Band, die mit 11 Mann auf der Bühne standen, 2 Schlagzeuger hatten und der Gitarrist von denen wird im Allgemeinen als einer der besten Gitarristen der Welt aktuell angesehen, Derek Trucks. Das war auch ein sehr gutes Konzert und ein verdammt guter Gitarrist. Und jetzt so in naher Vergangenheit, ich war dieses Jahr und habe mir damit ich kann mir quasi was von der Bucketlist streichen, und ich meinen Lieblingskünstler mal live gesehen zu haben. Ich war bei Jamie T, genau, in Hamburg im Club Mojo, und das war ein unglaublich geniales Konzert. Also es liegt auch natürlich daran, ich bin vorbelastet, weil ich diesen Menschen unglaublich gut finde. Der ist seit 6-7 Jahren jetzt, glaube ich, wirklich verfolgt der mich sozusagen. Und das war ein Konzert. Ich war noch nie bei einem Konzert, bei dem so viele Menschen, also fast alle, die da waren, jeden einzelnen Song Wort für Wort mitgesungen haben. Es war wirklich, wirklich gut. Das war... Was sehr beeindruckend ist, weil ich bei Jamie T nie ein Wort verstehe. Wenn du was, außer Sticks and Stones, die Zeile in dem Lied Sticks and Stones, habe ich, glaube ich, noch nie etwas verstanden. Das kommt dann durch exzessives Hören. Das macht ja solche Konzerte, finde ich, immer so sympathisch, wenn es eben nicht so riesig ist und du eigentlich auch viele Leute um dich rum hast, die es auch geil finden und nicht einfach nur, hey, den habe ich mal im Radio gehört oder ich habe mal gehört, dass er ganz cool sein soll und irgendwer hat mich eingeladen, komm. Und das ist, ja. Bitte, nein, ich hätte gar keinen guten Satz mehr gesagt. Okay, dann ist es ja gut, dass ich dich total unfreundlich unterbrochen habe. Was da vor allem auch cool war, man hat das ganze Konzert über kein Handy gesehen. So. Es hat niemand mitgefilmt. Also es waren einfach alle am Tanzen, am Pogen, am Mitsingen, am einfach nur Freuen. Und Club Mojo, muss man auch mal sagen, in Hamburg, direkt auf der Reeperbahn. Man geht in diesen Club, also die Türen sind quasi im Boden eingelassen. Man geht unter die Erde. Das ist ein sehr, sehr cooler Veranstaltungsort. Ja, das stimmt. Da bin ich jetzt auch neulich mal gewesen. Ja. Was hast wen hast du gesehen? Auch eher unbewusst. Ich war da mit Leuten unterwegs, die dann einfach Karten hatten. Das war irgendwie das Surf and Skate Festival in Hamburg. Das war Anfang August oder so. Und hat MC René gespielt. Wir sind dann da einfach rein, weil wir halt Karten hatten, beziehungsweise Bändchen, der da einfach so gespielt hat. Es war echt nicht so nice. Wir sind relativ
relativ schnell auch wieder gegangen. Okay. Weil er nicht so gut live performt hat. Und ich kannte den auch nicht. Deswegen war das alles ein bisschen... Nee, bitte. Aber Thema Handys auf Konzerten. Darüber wollen wir gleich sprechen. So über genau, es ist ein gesondertes Thema. Da muss man sich noch drüber aufregen. Okay, sorry. Dann möchte ich mal vorher, bevor wir jetzt den Themenkomplex dahin verschieben, würde ich gerne noch eine ganz kleine Anekdote erzählen. Warte ganz kurz, ich habe noch zwei Konzerte. Sorry, Holger. Bei denen ich jetzt im vergangenen Monat war, beziehungsweise beim einen war ich letzte Woche am Freitag im Zuge des Reeperbahn-Festivals und das war Mac DeMarco, dessen Musik für Live-Konzerte nicht wirklich geeignet ist, aber das ist ein sehr lustiger Typ und seine Band besteht aus sehr lustigen Menschen. Und die Musik war halt gut, nicht überragend live, aber gut. Und die Show quasi und was zwischen den Songs geredet wurde, war einfach fantastisch. Und zwei Wochen vorher war ich bei Unknown Mortal Orchestra. Und die haben nicht viel geredet, sind aber eine unglaublich gute Band und eine fantastische Liveband. Sehr gute Musiker. Es war sehr schön. Es ist ja normal, dass irgendwann im Laufe eines Konzerts ein krasses Solo von irgendeinem Musiker kam. Hier war es so, dass nach dem zweiten Song einfach ein 3-4 Minuten lang gefühlt, ein 2-3-4 Minuten langes Drum-Solo, ein sehr, sehr krasses Drum-Solo kam. Es war sehr beeindruckend. Na, spätestens seit Whiplash wissen wir, dass auch Drum-Solos cool sein können. Ja. genau, ebenfalls auf dem Southside Jennifer Rostock. Kennt ihr Jennifer Rostock? Ja. Du willst mir an die Wäsche, Kopf oder Zahl. Mehr kenne ich, glaube ich, jetzt auch nicht. Hatte auf jeden Fall ein extrem punkiges Auftreten. Von oben bis unten tätowiert, die Haare an der einen Seite abgeschoren, zerrissene Kleidung, so eine Latzhose. Und hat dann halt die ganze Zeit rumgebrüllt und dann direkt am Anfang ihres Auftritts einen Schnaps getrunken. Und dann meinte sie, so, jetzt ist alles scheißegal, ich trinke hier, ist mir egal, ob man das darf oder nicht. Wie edgy. Wie wer? Wie edgy, sagte er. Ah ja, so, ja, ich dachte, das wäre eine Person. Gut, hat dann ihre Peace-Flagge rausgeholt und alle mussten sich hinsetzen und mitsingen und bla. Und dann kam sie auf jeden Fall später auf die Idee, zwei Leute auf die Bühne zu holen und beide mussten dann das Lied performen von ihr. Und wer es besser performt, ich glaube, es war so, der durfte ihre Brüste anfassen oder sehen. Ich weiß es nicht mehr. Gott. Naja, es war sehr, sehr aufreizend. So, und dann hat sie ein junges Mädchen hochgeholt und einen jungen Jungen. Und dann hat sie dem Jungen erstmal richtig offensiv zwischen die Beine gegriffen und meinte, sie müsse jetzt irgendeinen Steifheitstest bei ihm machen. Und es war ihm so unangenehm, dem armen Jungen, der ist total rot geworden. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht vielleicht auch strafrechtlich als sexuelle Belästigung durchgehen könnte. Ach, eigentlich schon. Jungen, den, ich weiß nicht mal, ob der 18 war, den sie auf die Bühne geholt hat, zwischen die Beine zu greifen. Er hat es dann auch total verhauen. Und das Schlimme ist, es war ja noch so demütigend, weil sie ja dann messen wollte, wer von den beiden besser war, durch Applaus im Publikum. Und der Junge hat halt einfach gar keinen Applaus bekommen. Es war ganz unangenehm. Und dann hat sie sich irgendwie noch so ein bisschen angefasst, hat uns ihre Brüste gezeigt, dann hat sie sie wieder zugedeckt, bla bla. Das war's. Und ich dachte, wow, die muss ja wirklich heute vollkommen durch gewesen sein. Und dann sagte eine Freundin, mit der ich da war, zu mir, ach, sie wäre schon mal in Thüringen auf dem Jennifer Rostock-Konzert gewesen, sie hätte es ganz genauso gemacht. Sie trinkt wirklich immer zwischen denselben Liedern, meinte sie, diesen Schnaps, dann holt sie zwei Leute auf die Bühne, dann macht sie dieses Spiel. Es war überhaupt nicht, also ich dachte, es wäre eine Ausnahme, weil die heute besonders gut drauf war oder weiß auch nicht, aber so war es nicht. Nein. Das meiste ist ja echt bei so Konzerten unfassbar durchgeplant. Ich habe das jetzt eben auch gemerkt bei den Orsons, wo ich dann halt zweimal innerhalb von 2 Tagen auf dem gleichen Konzert war, dass das so durchgeplant ist. Ich bin auch kein riesiger Fan davon, von so einer Faneinbindung, wie du es jetzt hattest. Also wenn dann nochmal gesagt wird, so jetzt tanz mal so und so mit, finde ich das immer noch okay. Bei Fabian Römer fand ich es ein bisschen anstrengend. Der hat da so einen Song, der ziemlich krassen Drop hat. Und dann sollen sich alle vorher mal so auf den Boden setzen, beziehungsweise hinhocken, damit sie alle richtig schön hochspringen können. Das finde ich dann auch immer schon ein bisschen anstrengend. Aber sowas, was du jetzt gesagt hast, finde ich, ist auch immer schon ein bisschen zu viel, was die Fans angeht. Wenn die da keinen Bock drauf haben, ist das irgendwie, weiß ich nicht, und für alle anderen Außenstehenden ist es viel zu viel dann an Interaktion mit dem Publikum. Das sagt dann irgendwie auch eine ganze Menge über das Zielpublikum aus.
Es waren halt wirklich, also es waren recht wenige eigentlich bei Jennifer Rostock, aber wir wussten auch nicht, wo wir sonst hingehen wollten. Und dann saßen wir da halt in so einem ganz engen Kreis und es waren halt wirklich nur alle Punks um uns herum. Und bei uns, das war auch bei Jennifer Rostock, gab es das mit diesem Drop auch. Da saßen auch alle auf dem Boden und dann hat sie zu uns gesagt, okay, links und rechts von euch, greift euch mal jeden Müll, den ihr finden könnt. Dann springt ihr hoch und werft den Müll in die Luft. Und ja, so war es dann auch. Sah beeindruckend aus, war aber sehr eklig. Oh, das macht Materi auch immer. Er fordert dann irgendwie am Ende alle Leute auf, ihre Shirts auszuziehen und dann damit in der Luft rumzuwedeln. Das ist mir auch immer ein bisschen zu viel. Das finde ich auch nicht so angenehm. Du bist also nicht so der Mitmachmensch bei Konzerten. Kommt drauf an. Also wenn gesagt wird so, yeah, jetzt tanzt mal das und das oder macht einen Kreis oder jetzt gleich alle Pogen und so weiter, finde ich das auch noch völlig okay. Aber sowas finde ich dann, finde ich unangenehm. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu spießig für. Aber ich mag sowas dann entsprechend nicht. Aber das sind so Konzerterfahrungen. Das ist schön, wie wir da jetzt rüberleiten, das Thema. Denn es gibt so ein paar Sachen, die mich an Konzerten stören. Ihr habt es eben schon angesprochen. Einmal das mit den Handys. Zum anderen, da könnt ihr jetzt nicht viel drüber reden, weil ihr habt das Problem nicht. Ihr seid groß und ich nicht. Das ist wirklich die Scheiße, dass ich ganz oft auf Konzerten erstmal dahin komme, in die Location und dann stehen da vorne alle schon und denke ich immer so, fuck, ich werde nichts sehen. Ich habe immer irgendeinen Vollidioten vor mir, der einen Kopf größer ist als ich und die raffen es dann auch nie. Das ist eigentlich immer die größte Scheiße, die mich nervt. So, ich kann ja nichts dafür, dieser Kleine kann auch eigentlich nichts dafür, dass er groß ist, aber da wird nie drauf geachtet und dann hast du meistens immer den größten Typen vor dir stehen. Irgendwann relativiert sich dann immer durch die Bewegung und man guckt mal und geht vielleicht auch ein bisschen weiter nach vorne. Das ist die Scheiße daran, klein zu sein auf Konzerten. Du siehst meistens sehr, sehr wenig, weil die meisten Bühnen eben doch nicht so geil gebaut sind, dass du von jeder Position eigentlich recht gut auf die Bühne gucken kannst. Das ist schade. So, ich kann mich an fast kein Konzert erinnern, wo ich den Künstler wirklich gut gesehen habe. Es sei denn, ich habe mich nicht in die Menge begeben, sondern habe dann halt außen gestanden oder oben und habe dann mir das einfach angeguckt. Ich habe bei den letzten zwei Konzerten, bei denen ich war, und ich bin ja tatsächlich ein bisschen größer, auch in der ersten Reihe gestanden. Ich glaube, es gab einige Menschen hinter mir, die mich gehasst haben. Ja. Das ist deren Problem, dann sollen sie früher kommen. Na, ist es halt ist dann so. Einfach so, du kannst es halt nicht ändern und es ist ja auch völlig okay. Und es ist trotzdem irgendwie... Es ist irgendwie nervig, wirklich. Da kann niemand was für. Und deswegen gehe ich auch zu Konzerten, wo ich die Künstler mag und die Musik. Da ist es mir dann zwar wichtig, dass ich sie sehe, aber ich kann auch mal so mittanzen oder mithüpfen. Bei Hip-Hop-Konzerten ist es ja meistens eigentlich nur springen oder den Arm in der Luft bewegen. Vielmehr machst du ja nicht. Ach, egal. Sag es nicht. Den Arm in die Luft heben. Nee, das ist nochmal was anderes. Nee, aber das gehört ja mit dazu. Wo es dann auch immer so wichtig ist. Aber das wollte ich, wie gesagt, nur kurz einwerfen, weil ihr habt ja keine Erfahrung zu. Ihr wisst ja nicht, wie es ist, auf Konzerten klein zu sein. Es ist scheiße. So, Handys. Handys sind ein ganz großes Thema. Das habe ich auch mal in dem Orsons-Interview die gefragt. Und da hat der eine dann auch sehr schön drauf reagiert. So, was soll die Scheiße? Seid ihr eigentlich alle total bescheuert? So, ihr gebt 30 Euro dafür aus, dass ihr ein Video machen könnt, das wackelt, das ist übersteuert, man sieht nichts, es ist dunkel, überall flackert es. Und was macht man dann mit diesem Video? Stellt man es auf YouTube für 3 lächerliche Klicks so? Wollte ich auch sagen, wenn ich auf YouTube ein Lied suche, dann skippe ich bewusst immer alle Konzertaufnahmen. Ich will das nicht sehen. Das sind es sei denn, es gibt Videos. Nur die und wenn sie dann gut ist. Also das ist bei der Vorband von den Orsons mir so passiert. Der Typ hat die Sachen noch nicht released und deswegen gucke ich es da zum Teil. Nee, aber das ist eben so ein Punkt. Mal ein Foto zu machen, finde ich völlig okay. Video lasse ich mittlerweile einfach komplett, weil ich weiß, du wirst es dir nicht mehr angucken und nicht mehr hören, weil es einfach von der Qualität viel zu schlecht ist. Und deswegen ist das so eine blöde Entscheidung mittlerweile oder so eine blöde Entwicklung, dass so viele Leute und auch am liebsten die Größten immer schön, auch gerne mal mit Blitz, dann von hinten fotografieren oder neben dir. Das ist einfach, das macht so das Ding kaputt. Ich mache auch hin und wieder mal ein Foto, so eins, dass ich gesagt habe, hey, ich war hier. Die Bilder werden meistens kacke. Und dann den Rest des Konzerts willst du ja genießen und nicht ständig durch dein Handy gucken. Aber es gibt scheinbar Leute, die müssen das alles festhalten. Genau, es ist bei mir genau das Gleiche. Ich mache so ein paar Bilder als Erinnerung. Oder wenn gerade was wirklich Cooles passiert, mache ich vielleicht mal ein Bild davon. Was aber im Prinzip dann auch eine Erinnerung ist. Videos
auch überhaupt nicht. Wobei doch, ich habe jetzt bei Mac DeMarco ein Video gemacht, allerdings nur, weil der Gitarrist von Mac DeMarco wirkt so, als würde er auf der Bühne Yoga machen. Und das ist ziemlich lustig. Ja. Und das wollte ich dann doch irgendwie festhalten. Aber ansonsten ist es halt echt so, ich hatte das Glück, dass es wirklich nur bei ein ganz paar Konzerten war, bei denen ich war, halt vor allem Ed Sheeran, wo du dann unfassbar viele Handys in der Fresse hast, so. Und das ist einfach nur anstrengend. Es gibt auch wirklich mittlerweile genug Bands, die irgendwie recht früh bei einem Konzert sagen, ja, packt alle eure Handys weg, das ist irgendwie ein Konzert. Und im Prinzip macht ihr euch sogar noch strafbar, weil das ist, da haben wir ein Copyright drauf auf diese Musik, das dürft ihr eh nicht hochladen. Ja. Ja, es ist vor allem einfach diese Qualität, die dann am Ende die Dinger haben. Ja. Dein Handy kann im Augenblick noch so gut sein, du wirst nichts Ordentliches da am Ende rauskriegen. Es ist meistens übersteuert. So, ich habe jetzt bei dem Fabian Römer Konzert ein bisschen was mitgefilmt und das zusammengeschnitten, aber auch nur, weil ich am Rand stand und selbst da ist die Qualität einfach blöd. Wenn ich weiß, dass ich irgendwen damit im Hintergrund nerve, dann lasse ich es auch. Außer ich habe noch gar kein Foto gemacht, aber es ist einfach ziemlich, ziemlich anstrengend, sowas, finde ich. Konzerte sind ja auch ein Erlebnis mehr für die Gegenwart, denn sonst würde man sich die Musik ja auch wirklich einfach immer und immer wieder anhören, was man ja auch so oder so tut, aber dann braucht man das Geld wirklich nicht dafür ausgeben. Damals beim Theater hat man, in der Theater AG hat man zu uns gesagt, zu den Eltern auch vorher, bitte nehmt keine Fotos, macht keine Videos während des Theaterstücks, weil ihr behaltet es sowieso viel spannender in Erinnerung, wenn ihr es euch nachher nicht nochmal angucken könnt. Ja. So. Und wahrscheinlich ist es bei Konzerten da auch ähnlich. Plus, man nervt die anderen Leute. So, ich sehe gerade, bei mir blinken die roten 0 Minuten. Ey. Ich hoffe, ihr wolltet nicht mehr allzu viel sagen, denn ich glaube, wir müssten hier zum Ende kommen. Ich hätte noch eine Frage. So, kann ich mich auch einfach ausklinken, gleich innerhalb der nächsten 30 Sekunden? Dann beantwortest du die Frage schnell. Gibt es Konzerte zu denen, Künstler, die ihr unbedingt nochmal live sehen wollt? Nick Cave will ich unbedingt einmal, Nick Cave in the Bad Seats. Ah, das wäre cool, da wäre ich dabei. Live sehen. Okay, Paul, darauf komme ich zurück. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Und wir machen jetzt hier noch ganz kurz weiter. Genau. Ich müsste überlegen, ich würde aber sagen, weil ich zu den Hip-Hop-Konzerten garantiert noch gehe, mich würde Daft Punk mal total reizen. Ich hätte total Bock, mal auf ein Daft Punk-Konzert zu gehen. Das habe ich schon mit 16 mir eigentlich immer gewünscht, ist nicht hingekriegt. aber ich glaube, das kann eine ganz coole Erfahrung sein. Okay, gut. Also bei mir sind es wirklich noch ein paar mehr. So ein paar Sachen, ich bin jetzt in 2 Wochen oder in eher einer Woche noch bei einem Typen, Nathaniel Rateliff, der ist ganz cool so. Ist jetzt aber nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, da muss ich unbedingt hin. Es war eher so, ey, der spielt, ist nicht zu teuer, gehe ich jetzt hin. Ja. Wen ich dann aber, wo ich mich doch schon ziemlich drauf freue, gleich zweimal sogar sehe, das ist Daniel Norgren. Das ist ein schwedischer Folk- und Bluesmusiker. Und eine Freundin hat mich auf den aufmerksam gemacht. Ich fand den auf Anhieb unglaublich gut. Und der spielt nächstes Jahr im Januar und im Februar ein paar Konzerte in Deutschland. Und ursprünglich hieß es, das nächste, was so quasi hier dran ist, ist Dortmund. Oh. So, diese Freundin, die mir den empfohlen hat, ist riesengroßer Daniel Norgren-Fan. Ich dachte mir so, ey, ich mag diesen Musiker auch sehr, sehr gerne, ich komme mit. Das heißt, wir fahren jetzt nach Dortmund zu Daniel Norgren. Praktischerweise war also 2 Tage, nachdem wir die Tickets bestellt haben, kam dann über Facebook, ja, er spielt jetzt auch in Hamburg. Was natürlich richtig praktisch ist. Aber das Hamburger Konzert ist sogar noch ein bisschen günstiger. Das heißt, wir gehen jetzt einfach zu beiden Konzerten. Das wird auch sehr spannend. So kann man es natürlich auch machen. Ja. Ja. Und so Sachen, die ich dann wirklich nochmal sehen wollen würde. Aktuell vor allem Kendrick Lamar, den ich unglaublich gut finde und der wohl live auch echt verdammt gut ist. Ja, es gibt eine Menge Musiker, die ich nochmal live sehen würde. Auch so Jamie T würde ich mir auch gerne nochmal angucken. Das mit dem, es gibt eine Menge, hätte ich jetzt auch gesagt, aber das sind so Sachen, die kriege ich garantiert noch irgendwie mit. Deswegen auch nur dieses eine Daft Punk-Ding. Also es gibt auch noch andere Künstler, zu denen ich ganz gerne mal gehen würde. Aber das ist doch auch schon eine ganz schöne Liste. Das stimmt. Wir hatten eigentlich ja noch
angekündigt, über Festivals zu sprechen. Das hat Mirko ja quasi getan. Bei mir wäre die Liste jetzt auch nicht wesentlich länger gewesen. Bei mir ist die Liste nicht wirklich existent, von daher. Ach so, okay. Ja, dann kann ich ja nur ganz kurz sagen, einmal dieses NDR Plaza Festival, von dem ich vorhin schon gesprochen hatte, auch mit Seed. Der Hangover Jam, der war jetzt im Juni in Hannover. Das war ein Hip-Hop-Festival, da hat gespielt Weekend, Edgar Wasser, Ferris MC, Sammy Deluxe, Megalo und Afrop. Und das war auch ein sehr, sehr schönes Ding, also Festival für Nachmittag quasi. Ja, gut, und wenn du es so definierst, im August habe ich doch noch so ein, zwei Sachen. Okay, ja, bitte. Okay, ja gut, dann jetzt ich. Also Kieler Woche ist halt im Prinzip kein Musikding reines, aber es gibt immer Musiker. Die Konzerte sind sehr gemischt, muss man sagen. Es gibt Leute, die es gut hinkriegen, Leute, die es schlecht hinkriegen. Kieler Woche ist aber auch schwer zu spielen, weil du quasi Laufpublikum hast. Die Konzerte sind im Prinzip alle kostenlos, oder zum allergrößten Teil, sind Open Air. Das heißt, es gibt jede Menge Leute, die kurz langlaufen und dann weiterlaufen, weil sie Interesse verlieren. Wen ich da aber mal gesehen habe, das hatte ich vorhin noch vergessen zu erzählen, bei großen Konzerten ist Bad Religion. Große Punk-Legenden. Das war auch ein sehr, sehr cooles Konzert. Mhm. Und sonst sind das häufig sehr viele kleine Acts. Es gibt immer eine Bühne, auf der dann junge Bands aus der Umgebung spielen können und so. Aber da wäre jetzt auch nichts Großes mehr dabei. Mhm. Okay. Ja, und mein quasi erstes Festival, ich bin auch nicht so der Festivalgänger, ich würde gerne mal auf Splash gehen, war ich jetzt hier in Hannover in der Gegend auf dem Fuchsbau-Festival, das kennt man wahrscheinlich eher nicht, war elektrolastig, auch über ein paar Tage, aber auch eine sehr schöne Location, weil es eben nicht nur Musik war, sondern auch so mit künstlerischen Beiträgen, Vorträgen, Diskussionsrunden und so weiter, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Runde. Ja, das hast du ja relativ oft, dass du da so ein Rahmenprogramm quasi noch hast mit künstlerischen, ja, Sachen, genau. Diskussionen, Workshops, alles Mögliche. So Konzerte oder genau. Festivals, zu denen ich gehen wollen würde, das sind eigentlich alles Sachen in England. So, weil die Line-Ups bei den englischen Festivals, so Glastonbury zum Beispiel oder Leeds und Reading, sind einfach richtig, richtig großartige Line-Ups bei den Festivals. Und das sind dann so die Sachen, die ich mir eher angucken würde. Aber da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege und ob ich das hinkriege. Mhm. Da möchte Mirko uns noch irgendwie reinreden. Die aber Regie ich auch spricht dafür mir gewesen, ins Ohr. Ich wäre jetzt, okay. Ich wäre auch dafür gewesen, dass wir jetzt hier den Schlussstrich ziehen. Genau. Es war auch wieder mal schön von euch zu hören, von dir, Paul, und von Mirko, der noch zuhört, aber nicht mehr sprechen kann. Deswegen sage ich danke fürs Zuhören und machtet gut. War schön, mal wieder einen Podcast gemacht zu haben und mit euch zu reden. Bis demnächst.